Von wegen Männerbusiness. An Bord läuft gar nichts ohne Stewardessen wie Natascha Romaniuk. Sie hilft, dass in Speisesaal und Küche alles rund läuft. Ich studiere Catering und Hotelmanagement. Ich habe in einem Hotel in Polen gearbeitet. Süß, frisch und lecker. Sie arbeitet 4 Wochen am Stück, keinen Tag frei. Der Aushilfsjob an Bord, eine harte Schule. Doch so geht es allen hier. Auf der Brave Tern gibt es kein Wochenende, keinen Feiertag. Dabei haben die 60 Männer Zeitdruck. Die 80 Windkraftanlagen weit draußen in der Nordsee sollten längst alle stehen. Eine Investition von 1,7 Milliarden Euro. Wind und Wetter haben oft ausgebremst. Jetzt muss Lee Kello jede Stunde nutzen. Die letzte Anlage liegt in seinen Händen. Doch noch immer steht die Gondel, das Maschinenhaus, auf Deck rum. Joe, da ist eine Tasche mit Wasser in der Gondel. Da ist eine Tasche mit Wasser, vielleicht so 10, 12 Liter. Lee Kello ist eine Art Dirigent an Deck, der Lifting Supervisor. Wenn hier was passiert, ist er verantwortlich. Und dazu muss er auch mit anpacken. Wir bereiten die Gondel zum Liften vor. Wir haken Seile an den Kran, sodass er die Gondel beim Heben kontrollieren kann. Ich schreibe die Zeiten auf, wann wir etwas ein- oder aushaken, als Protokoll für den Tagesbericht. Also, wann begann das Heben von Deck? Wann landete das Teil? Der Schreibkram im Büro nach 12 Stunden an Deck. Erschöpfung. Doch sein Chef braucht den Bericht sofort. Gute Leute wie Lee Kello zu finden, ist schwer. Deswegen suchen sie in fast allen Branchen. Elektriker zu sein wäre gut. Für den Aufbau, aber auch für die Inbetriebnahme, wenn die Turbine oder die Kabelarbeiten begonnen werden. Aber wir haben auch gute Schmiede hier oder Stahlbauer. Piotr Piakutowski im Fitnessraum. Die Aufbaumonteure brauchen die Kraft. Der Offizier dagegen ist eher ein Fitness-Fan. Jeden zweiten Tag. Du fühlst dich fit, viel glücklicher. Wenn du nur in deiner Kabine sitzt und Filme schaust, dann wirst du fett und unglücklich, glaub mir. Auf der Brücke lernt seine Kollegin gerade für die nächste Prüfung. Adriana Szczesna war einmal Stewardess, jetzt wird sie Matrosin. Doch sie weiß jetzt schon, sie verliert ihren Job, so wie viele aus der Schiffscrew. Die Reederei Fred Olsen wird philippinische Seeleute anheuern, die günstiger sind. Doch darüber reden darf mit uns nur der Kapitän. Jeder hat seine Höchstgrenzen, was die Betriebskosten angeht. Es kostet jeden Tag viele tausend Dollar, ein Schiff wie unseres zu betreiben. Fred Olsen geht es immer darum, das Schiff so wirtschaftlich wie möglich zu halten, damit sie bestehen können gegenüber anderen Unternehmen, die Windparks aufbauen. Die Reedereien stehen unter Kostendruck. Philippinische Seeleute sind auch gut ausgebildet, werden eingesetzt auf verantwortungsvollen Posten, etwa auf der Brücke. Er hat Glück. Sein Vertrag ist zeitlich nicht befristet. Piotr Piakutowski behält seinen Job. Du wächst doch mit deinen Erfahrungen und kannst auch auf anderen Schiffen arbeiten. Es ist immer ein Abenteuer. Und dazu gehört auch das. Nach Wochen auf See geht es per Helikopter in den Heimaturlaub. Und was ist mit der letzten Anlage?
Die ist immer noch nicht fertig.